Sehr verehrte Zuhörer, ich weiß, momentan passiert zu wenig. Diese Dokumente aus der geheimnisvollen Truhe, die ich euch da vorführe, so etwas langweilt die meisten. Have had it. Und deshalb verspreche ich euch auch, bald seid ihr erlöst. Trotzdem muss ich mir aber gerade im jetzigen Stadium der Vorlesung sogar eine erhöhte Aufmerksamkeit erbitten. Übrigens, allein schon eure Erinnerung an die Existenz dieser Dokumente wird euch später einen erheblichen Erinnerungsvorsprung vor den Diskordanten verschaffen. Oder glaubt ihr ernsthaft daran, dass irgendeiner dieser illustren, aber doch eher lethargischen Diskordanten dem P jetzt noch folgen konnte oder wollte? Jetzt zu passen wäre aber ein gravierender Fehler. Denn jetzt erst wird P die wichtigsten Bestandteile zur Sprache bringen, aus denen sich sein Sudoku-Puzzle zusammensetzt. Diesen erklärenden Vorspann meinte ich euch, liebe Zuhörerschaft, an dieser Stelle schuldig zu sein. Ich werde nun zurückkehren zu meinen Lesungen. Übrigens, es ist dies das erste Mal, dass die jetzt folgenden wissenschaftlich nicht uninteressanten Einzelheiten einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt werden. Durch die jetzt folgende Lesung. Dann siebtens gibt es Dokumente, welche mir eigentlich nur für die Genealogie der Familie meiner Frau wichtig zu sein scheinen und die ich deshalb nur der Vollständigkeit halber erwähne. Die Kronemeyers, so heißt die Familie meiner Frau, führen sich danach auf einen Marquis du Chalis zurück, der auf einem Planwagen angeblich zu seinem Freund, dem Grafen Lippe Detmold, geflüchtet sei und der dort seinen Namen in Kronemeyer abgeändert habe, weil er von dem Grafen Lippe zum Meier der Krone ernannt worden sei. So hieß es in der Familienüberlieferung. Die Chalis stammten von einem alten französischen Adelsgeschlecht ab, heißt es da weiter, und sie seien sogar Pairs von Frankreich gewesen. Erneut ist dasjenige, was meine besondere Neugierde erweckte, diesen eher privaten Papieren nur beigefügt. Es handelte sich um eine Art Romanfragment, das ich nach näherer Prüfung als eine sehr freie, sogar etwas schlüpfrige und ziemlich doppeldeutige Übersetzung des Beginns der Memoiren des Generals Langalerie ausfindig machte, eines weiteren notorischen französischen Abenteurers, der sich später ins Hessen-Kasselsche absetzte. Ob es sich hierbei allerdings um eine authentische Übersetzung handelt, muss stark bezweifelt werden. Denn in dem vorgefundenen Manuskript geht es vornehmlich um eine Passage, die in den offiziellen Memoiren des Langalerie nur in stark abgekürzter Form Erwähnung findet, beziehungsweise sich dort überhaupt nicht wiederfindet. Hier ist nun, wenn auch in sehr versteckter Form, erneut von jenem Louvois die Rede, der uns bei dieser Dokumentation schon so häufig begegnet ist. Zusätzlich begegnet uns hier auch die Prinzessin Gemene, die Mutter des Chevalier Rohan, der von Ludwig XIV. Hingerichtet wurde und der nach dem heutigen Stand der Schulwissenschaft als ein geheimer Verbündeter des Sardan zu gelten hat. Doch in dem Romanfragment geht es um wesentlich mehr. Um vieles, was mich vollständig verwirren musste, und daraus möge sich einen Reim machen, wer will, das will ich auch hier jetzt nicht weiter ausbreiten. Ich habe bei meinen Nachforschungen übrigens festgestellt, dass ein Kronemeyer, der Mitte des 18. Jahrhunderts lebte, in der Tat Domänenpächter des Grafen Lippe Detmold in Horn gewesen war und dass er dort auch Zeichen hinterlassen hat. Die gleichen Zeichen übrigens, welche ich
am Sims der familiären Schnapsbrennerei meiner Frau in Cuxhaven wieder gefunden habe, die Krone, das M oder W und die drei Eier. Allerdings war dieser Kronemeier der Sohn des Flüchtlings. Der Vater, der eigentliche Flüchtling also, ebenso wie sein Sohn Bernhard geheißen, daher kam es wohl zu der Verwechslung, war nicht in Lippe-Detmold, sondern im Hessen-Kasselschen nachweisbar. Und zwar als Festungskommandant des Jachtschlosses Friedewald. Auch nannte er sich noch Krohmeier, nicht etwa Krone-Meier. Das ist ganz wichtig in der Zukunft. Friedewald nun war der ideale Ort, an dem clandestine Aktionen durchgezogen wurden. Schon immer. Wie etwa die streng geheimen Subskriptionen von Truppen, die dann in den Cevennen auf Seiten der Engländer und Habsburger im spanischen Erbfolgekrieg gegen Ludwig XIV. Mitkämpfen sollten, wie auch früher bereits die Konferenz, auf der sich verschiedene französische Bischöfe mit den protestantischen Reichsfürsten zu dem berühmten Geheimbund von 1551 zusammenfanden, der eine finanzielle Unterstützung der Protestanten bei ihrem Widerstand gegen den deutschen Kaiser Karl V. zum Gegenstand hatte. War dieser Festungskommandant Krohmeier, so frage ich, möglicherweise der Kompilator und Verfasser all jener Manuskripte, die ich in der Truhe auffinden durfte? Tatsächlich wird ihm, wie ich im Archiv von Marburg herausgefunden habe, und wie der Verfasser des Romanfragments von sich selbst auch behauptet, herzlicherseits bescheinigt, er sei völlig kontrakt. Von Ihnen, verehrte Freunde, wüsste ich eigentlich ganz gern, was heißt in diesem Zusammenhang Kontrakt? Und weiter, warum war er so kontrakt? Welche Laus mochte ihm über die Leber gelaufen sein? Last not least, meine Herren, bald sind sie erlöst, hat uns ein sogenanntes Imprese zu beschäftigen, eine Medaille, auf der die Buchstabenfolge CRS und IORSM eingraviert waren, sowie die Zahl 16. Ich fand sie in der Bundeslade der Destille und die gleiche Medaille wurde nachweislich von den Offizieren der Kamisarden getragen, von den Widerstandskämpfern also, die grob und vereinfachend behauptend dem reformierten Glauben nachhingen und die sich über lange Jahre hinweg in die Cevennen festgekrallt hatten, diesen unwirtlichen Landstrich des Südens verteidigend gegen eine große Übermacht regulärer europäischer Truppen. Diese Kamisarden waren es, bei denen Sardan zuletzt gesichtet wurde, wenn man späteren Gerüchten glauben darf. War er es, der die Medaille dort eingeführt hatte? Und warum tat er dies? Werden wir sie je entziffern können? In welchem Zusammenhang steht die Medaille der Kamisarden mit den Wappen der Truhe von Cuxhaven? Thank you.